Südtirols Freiheitliche stellen an das Land die Forderung, die Strompolitik im Sinne der Verbraucher zu gestalten. Die Energiepolitik müsse sich zum Ziel setzen, Südtirol zum Selbstversorger zu machen. Mit einem Beschlussantrag wird der Südtiroler Landtag aufgefordert, die autonomiepolitischen Möglichkeiten auszuschöpfen und ein Landesenergienetzwerk aufzubauen, das auf dem Genossenschaftsprinzip aufgebaut ist. Damit sollen längerfristig die Voraussetzungen geschaffen werden, um die derzeitige Steigerung der Stromtarife abzufedern. Der längst überfällige Strombonus müsse eingeführt werden, um die Haushalte zu entlasten. Der Antrag der Freiheitlichen soll diese Woche im Landtag zur Behandlung kommen.